Hallo ihr Lieben, auf geht's zu einem neuen Video. Und zwar, ihr seht es schon am Titel, das wird so ein Hit-the-Pan-Video sein. Ich mag die Betitelung nicht ganz so sehr, weil ich definiere diese Geschichte mit dem Hit-the-Pan so, dass man Produkte hat, die vielleicht schon etwas älter sind. Und diese Produkte speziell, da setzt man den Fokus drauf und schaut, dass man dieses Produkt vermehrt benutzt, damit man das vielleicht eher aufbraucht, also gerne aufbraucht. Also ich rede wirklich von Produkten, die ich sehr, sehr mag, die echt gut sind, wo ich aber weiß, irgendwann wird der Tag kommen, da ist das Produkt vielleicht nicht mehr so gut. Und dadurch, dass ich, wie ihr wisst, ziemlich viel habe von allem, habe ich mir jetzt überlegt, ich mache daraus für mich persönlich eine Art Hit-the-Pan-Challenge, wo ich wirklich sage, okay, ich schaue mir die Produkte an, die ich habe, die wirklich älter sind, wo ich das Gefühl habe, die müsste ich vermehrt benutzen. Aber auch, ich habe Lust dazu. Ich möchte auch nicht einfach irgendwie in dem Pan, also in dem Pfännchen, da möchte ich nicht einfach so ein, ja, so eine, wie nennt man das? Da möchte ich nicht irgendwie so ein, also ich möchte da nicht einfach so ein Loch drin haben oder sowas, sondern ich möchte wirklich, so definiere ich Hitzepan, alles aufbrauchen. Und nicht nur einfach irgendwie so ein, ja, also so ein, weiß ich nicht, wie in so einer Kuhle rumwühlen, damit da irgendwas sichtbar ist, dass ich das benutzt habe. Also das brauche ich für mich nicht. Mir geht es wirklich darum, ich wertschätze das Produkt, indem ich es halt würdige und benutze. Und das sind wirklich Produkte, die habe ich gesammelt für dieses Video und ich freue mich total, die regelmäßig zu benutzen, weil ich mag die richtig gerne. So, ich beginne. Ich hoffe, ihr hört meine Waschmaschine im Hintergrund nicht. Ich fange auch querbeet an. Also ich habe das jetzt nicht sortiert in irgendwelche Kategorien. Also ich hoffe, es ist nicht zu nervig, aber ich wollte es nicht so unterteilen, sondern einfach randommäßig einfach zeigen, was ist da. Das hier möchte ich gerne etwas, oh, sieht so schön aus. Sieht das nicht toll aus? Ich finde das so hübsch. Das ist so ein Schätzchen in meiner Sammlung. Ich würde die Verpackung tatsächlich aufheben, weil ich es so schön finde. Das ist von Luna Beauty. Der, ich weiß gar nicht, welche Variante es ist. Das ist Mercury. Ja, und diesen Highlighter, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, den habe ich kaum benutzt. Wirklich, ich greife nicht dazu. Aussortieren will ich es aber auch nicht. Also ihr seht, der ist noch nicht viel genutzt. Und ja, und das habe ich aber vor. Ich möchte ihn gerne stärker benutzen, vielleicht als Inner Corner Highlight oder eben auch als Highlighter zu bestimmten Looks. Es muss halt irgendwie zum Augenlook zum Beispiel passen. Aber es ist ein richtig schöner Ton, richtig hübsch. Ich zeige euch mal ein Swatch, wenn ich dabei bin. Schaut mal, das ist wirklich so ein Gelb-Goldton. Und der ist sehr, sehr schön. Klar, für helle Häutchen muss man mögen, ja. Aber ich persönlich, mir macht das nichts aus. Ich benutze das trotzdem, aber wie gesagt, ich habe es echt kaum benutzt und das möchte ich gerne ändern. Und deshalb kommt der in mein Hitzepan-Projekt oder wie auch immer man es bezeichnen mag. Der kommt auf jeden Fall dazu. Außerdem habe ich noch so ein Schätzchen, ja. Ich habe mir die damals gekauft, weil ich die so hübsch von der Verpackung fand. Ja, Verpackungsopfer lässt grüßen. Aber ich fand es sehr hübsch und das ist jetzt müsste, ich glaube, es war, was war es? Venus. Venus war das, seht ihr? Das wusste ich jetzt gar nicht mehr, wie es hieß. Auch diesen Highlighter, ich muss mal gucken, wo die Öffnung ist. Hier ist es. Habe ich seltenst benutzt. Ihr seht ein wenig Benutzung, aber nicht so viel. Also ganz minimalistisch habe ich das genutzt. Auch hier die Pigmentierung ist sagenhaft schön, ist ein bisschen dunkel. Also es ist so ein bisschen bronzy, aber cremig. Ich sag's euch, es ist so cremig. Schaut euch das an. Also Mercury und das ist Venus. Super schön, aber es ist halt schon sehr kräftig. Ne? Und wenn man ziemlich hell ist, muss man halt gucken, ob man das tragen kann. Ich würde es tragen auf jeden Fall, aber es muss zum Look passen. Also ich möchte es definitiv gerne benutzen, tolle Farben und das kommt in mein Hitzepan-Projekt. Außerdem kommt in mein Hitzepan-Projekt diese Palette. Ihr kennt die Palette. Das sind wirklich alte Schätzchen, die ich euch hier zeige aus meiner Sammlung. Oh Gott, es ist so schön, dieses Wasser.
Also angedeutete Wasser, seht ihr das? Ah, das ist so cool. Das war wirklich eine, man könnte sagen, eine Sammlungsrarität oder so. Es ist so cool gemacht. Ich habe selten so ein schönes Packaging gesehen. Oh, es ist ein Traum. Auch das würde ich tatsächlich behalten, selbst wenn ich es leer gemacht hätte. Ich würde es behalten, weil das so schön ist. Das kann man sich hinstellen. Also ich bin da so ein bisschen, ne, verrückt. Also man könnte es ja dann wegtun, aber das ist einfach zu schön. Also selbst wenn man kein Make-up-Fan ist oder so. Aber ich finde, das Packaging ist genial. Also, ja, habt ihr die Palette eigentlich auch? Es war ja mal eine sehr bekannte Palette. Wie hieß die? High Tides and Good Vibes. Ja, genau, so hieß die. Ja, warum will ich die ein bisschen mehr aufbrauchen? Warum? A, ist sie sehr alt, ja. Also ich habe die schon ein paar Jahre und ich merke einfach, ich greife nicht richtig dazu. Ich mache das mal eben raus. Seht ihr? Hier habt ihr so ein süßes, ja, mit der Schildkröte hier drauf. Das ist echt niedlich. So, wartet mal, ich mache die mal auf, richtig. Da ist auch ein Spiegel mit enthalten. Die ist übrigens ziemlich schwer, die Palette. Was mir bei der halt nicht mehr so gut gefällt, ist einfach, dass diese Glitterfarben, die wirklich wunderschön sind, die kommen einfach nicht. Ja, die sind trocken. Die sind sehr trocken. Ich gehe jetzt mal, wartet, in den. Oh Gott, das ist so trocken. Oh Gott. Oh. Trocken. Und ihr seht's. Da kommt nicht so viel raus, ne? Also es ist wirklich schwierig. Also egal. Egal, wo ich reingehe, es kommt nicht viel. Oh Gott. Oh Gott, hier ist es ein bisschen besser bei dem pinkigeren. Ja, ihr seht, da kommt mehr raus. Hier, ja, hier auch beim silbernen auch. Aber diese Glitterfarben, ja, die will ich aufbrauchen. Ich weiß noch nicht wie. Ich habe mir aber schon überlegt, ich könnte die auf jeden Fall auf die Lippen auftragen. Für Looks halt, ja, dafür werde ich die benutzen, weil auf den Augen finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen mühselig, damit zu arbeiten. Und die anderen Farben sind okay, ja, die sind in Ordnung. Ich finde, die Qualität ist für die damaligen Verhältnisse völlig okay. Und die Farben sind, wie ihr seht, ihr habt so viele schöne Erdtöne hier drin, damit kann man was zaubern. Ihr habt so ein bisschen was Bläuliches, ne? Das finde ich auch sehr schön und so ein bisschen was Pinkiges. Und da kann man toll kombinieren. Also ich finde die Palette sehr hübsch, immer noch gewöhnungsbedürftig von den Fändchen, aber hat mich nie gestört. Also ich fand das immer sehr gelungen. Dann habe ich hier eine Palette von Revolution. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Irgendwas mit Birds war das. Ach ja, Birds of Paradise. Genau, aus dieser Forever Flawless Collection. Auch hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil ihr werdet es gleich sehen. Es ist eine sehr, ja, bunte Palette, definitiv bunt. Ich bin ein Fan dieser Palette, also eine der besten, für mich besten Revolution-Paletten, die interessant ist, die tolle Texturen hat, bis auf zwei Töne, die mir gar nicht gefallen. Auch die werde ich eher so für so Special-Sachen nutzen, also sprich wieder für Lippenart irgendwas. Ich werde das natürlich desinfizieren vorher. Ist ja logisch, wenn ich mir das auf die Lippen packe. Also dieser Ton hier. Ach, das ist so. Also, das hat tatsächlich mehr Cremigkeit. Oh, das geht sogar noch. Schaut mal. Das geht tatsächlich noch. Aber ich bin kein Fan von diesen Glitterfarben. Warum nicht? Weil, wie soll ich das sagen? Es ist halt so, so ein bisschen grob. Auf den Augen finde ich schwierig. Dafür ist mir es zu grob. Aber wie gesagt, ich benutze es dann halt auf den Lippen oder so. Und ich habe mir jetzt halt gedacht, komm, ich benutze die ein bisschen mehr, weil die ist toll. Ihr habt in dieser Palette übrigens, ich gehe mal mit einem anderen Finger hier ran. Oh Gott, dieser Ton. Mein Highlight-Ton ist dieser Ton hier. Wow, seht ihr das? Das ist so wet. So wet. Oh, ich liebe diesen Ton. Auf den freue ich mich besonders, wenn es ein bisschen schneller gehen soll mit Lux. Richtig toll, kann ich euch empfehlen. Auch hier drunter ist noch so ein Wet-Ton drin. Boah. Richtig, richtig toll. Ganz, ganz toll. Also das sind so Konsistenzen, die sind einfach genial. Ich glaube, das hier oben war auch noch einer. Ja, und die matte Formulierung, wow. Also was soll ich euch sagen? Die matte Formulierung ist der Hammer. Also auch dieses Weiß hier drin ist fantastisch. Und was ebenfalls fantastisch war, was mir leider rausgefallen ist, ihr seht es, der hier. Der hier ist leider, leider nicht mehr da. Der ist, also da ist mir die Palette einfach schlicht und ergreifend runtergefallen. Der Ton war tot. Traurig. Also der war kaputt. Komplett. Also der war so aufgebröselt. Ja, da war nichts mehr zu retten. Den fand ich großartig. Das war so ein, ja, so ein Sonnengelb bis hin zum Senfgelb. Also es war so ein bisschen dunkleres Gelb. Aber ich habe es geliebt. Ich fand den so, so toll. Ihr merkt, also ich liebe diese Palette. Ich empfehle die auch immer.
Wenn ihr eine tolle Drogeriepalette haben wollt, die Farbe hat, Hammerpalette. Wirklich, die ist so schön. Also ich Wie bin gesagt, kein Fan von diesen Glitterfarben hier. Also die mag ich am allerwenigsten aus der Palette. Der Rest ist toll. Auch die matte Formulierung großartig. Also das für Drogerie heftig. Und wie gesagt, ihr seht ja, wie wunderschön. Also die Pigmentierung ist toll. Auch bei diesen Glitterfarben, das ist toll. Wie gesagt, mir ist es halt nur für die Augen zu grob. Und die Schimmer sind so wet. Oh, das ist so toll. Ich sag's euch. Also das ist so schön. Wunderschön. Also tolle Palette. Und die freue ich mich definitiv mit zu benutzen. Das nächste Produkt ist diese Zulu-Palette von Juvia's Place. Wunderschöne Palette. Ich kann mich von der nicht trennen, weil ich die großartig finde. Ich finde die qualitativ hochwertig. Die ist natürlich schon etwas älter und schon etwas länger in meiner Sammlung. Aber schaut euch das an. Das sieht so cool aus. Sehr schlicht, aber mega cool. Mega, mega cool. Also ich finde die toll. Und innen drin auch mega gut. Ich nehme mal dieses Zwischending raus. Ups, so. Kommt übrigens ohne Spiegel, aber finde ich total cool. Auch hier, ne, mit dem Pink finde ich auch geil. Ist wirklich heftig. Heftig, heftig schön. Ja, was soll ich euch sagen? Die Pigmentierung ist unfassbar schön. Immer noch, ja. Also die Qualität ist immer noch da. Ich möchte sie nutzen, weil ich weiß, die hat eine hammermäßig gute Qualität. Auch im Alltag werde ich die gut nutzen können. Und wenn ich, wie gesagt, mehr Farbe habe oder specialige Looks machen möchte, hervorragend. Also die. Wow, das ist so creamy. Oh, schaut euch dieses Grün an. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Das ist der Hammer. Das ist so heftig. Oder auch, wartet mal, nehmen wir mal diesen Schimmer hier. So ein bisschen. Das ist so ein, ja, wie man das so kennt, ne? Das ist so ein pinkiges Tönchen mit so einem Goldstich. Kamera, schärfen, schärfen. Ja. Ja, ihr seht, die Farben sind toll. Auch das Gelb. Ne, die matte Formulierung ist so wunderbar. Schön. Das ist so ein schönes Sonnengelb, schon ein bisschen dunkler. Also wirklich ein bisschen dunkler. Oh, das Orange ist auch so toll. Also ihr seht, das ist so eine richtig tolle Palette für den Sommer jetzt. Also richtig gut. Und von daher, ja, ich freue mich. Ich freue mich, sie zu benutzen. Und ich möchte sie ein bisschen mehr benutzen, weil ihr seht, da habe ich noch nicht so viel draus benutzt. Also ich habe die schon ein paar Mal benutzt, aber dadurch, dass diese Fändchen so riesig wirklich so riesig sind, ja, ja, habe ich da noch ziemlich viel drin. Aber wie gesagt, ich möchte sie einfach mehr benutzen, weil ich finde, die hat es einfach total verdient. Ich würde auch behaupten, man bekommt die auch noch. Ist die Frage, wo, ne? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also wenn ich das finde, schreibe ich euch das auf jeden Fall mal in die Infobox. Aber ich weiß es nicht, ob es die noch gibt. Das ist echt eine gute Frage. Aber ich würde behaupten, ja, weil ich finde, Juvia's Place lässt ihre Paletten relativ lange online, ja. Und wie gesagt, die Qualität ist der Hammer. Also ich liebe sie sehr. Wie gesagt, aber ich versuche, die wirklich ein bisschen mehr aufzubrauchen und freue mich drauf. So, das ist die nächste Palette, Too Faced. Die Himbeer-Variante von Too Faced, die gab es damals. Ich fand sie so toll. Also die dürfte es eigentlich nicht mehr geben, leider. Das ist echt eine sehr alte Palette. Das ist die Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette. Wunderschön. Wunderschön. Design. Hammermäßig. Damals Too Faced. Aber das finde ich eine der besseren Paletten von der Marke. Also da hat die Qualität sowas von gestimmt. Und es war interessant. Man könnte jetzt sagen, ja, Heike, aber das sind ja jetzt keine extrem spannenden Farben. Ja, verstehe ich. Das ist eher neutral, wenn man das so sieht, ne? Aber. Es ist nicht neutral. Die Qualität ist echt der Hammer. Also die möchte ich auch nicht aussortieren oder so. Ich möchte sie einfach stärker benutzen. Und schaut euch. Schaut euch. Oh mein Gott. Hier. Schaut euch diesen Ton an. Das da drunter ist übrigens geswatcht noch vom Vorton. Aber schaut euch bitte diesen erschlagenen Ton an, der so creamy, creamy ist. Oh, liebe ich das. Ich liebe das so. Auch dieser Ton. Super schön. Wow. Ne? Lila. Ja, Lila geht auch irgendwie immer. Also wie gesagt, die Pigmentierung ist der Hammer. Ich kann irgendwie noch mal was Mattes swatchen. Das wäre dann dieser Ton. Auch hier seht ihr, matte Töne sind auch fantastisch. Also ich liebe, 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 liebe die, ja, die Formulierung dieser Too Faced Paletten. Solltet ihr die bekommen, ja, also solltet ihr die bekommen, ja, kann ich euch die wärmstens ans Herz legen, weil ihr seht die. Pigmentierung ist der Wahnsinn.
Sinn. Und diese Palette im Alltag, glaube ich, kriege ich auch ganz gut genutzt. Und ja, also wie gesagt, und das Beste ist, die riecht so ein bisschen. Also für mich müssen Produkte nicht duften, aber oh, das riecht so lecker nach Himbeere. So ein bisschen künstlich nach Himbeere, aber yummy. Ja, wenn man das mag, also das ist wirklich toll. Too Faced macht das ja immer so. Ich muss es, wie gesagt, nicht haben, aber es riecht wirklich sehr gut. Ja, ich freue mich total, dass ich diese Palette auch häufiger mal raushole und die vielleicht mit den anderen Paletten hier dann kombinieren kann. Das nächste Produkt ist diese Palette. Das ist die Melody Palette von Zoeva. Damals hatte Zoeva noch sehr interessante Paletten. Ich habe neulich geguckt bei Douglas und ich dachte nur so, meine Güte, wie langweilig ist Zoeva geworden. Also ja, ich weiß nicht, für mich sehr langweilig, sehr Mainstream und überhaupt nicht besonders irgendwie. Also naja. Ja, und dieses Packaging, dieses Design hat mich damals so fasziniert. Also ja, und die musste ich mir dann tatsächlich auch kaufen. Das Innenleben ist allerdings neutral. Ihr seht, das ist neutral und schaut euch das an. Diese Verpackung, also dieses Design hier, ne, das war so hammermäßig toll. Und die Farben natürlich auch, ne? Also wirklich schöne Farben. Sehr, 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 sehr neutral. Aber toll. Die Farben auch hier sind sehr buttrig. Ich würde behaupten, ich muss mal reingehen. Ja, die sind immer noch creamy. Sehr creamy. Ich gehe mal in ein paar Töne. Hier haben wir auch so einen Semi-Matten-Ton, der auch richtig toll ist. Schaut mal. Das seht ihr ja richtig gut. Ja, wunder, 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 wunderschön. Wirklich fantastisch. Auch nochmal einen Mattenton hier. Nehmen wir mal diesen eher neutraleren, langweiligeren Ton. Aber ihr seht auch, die matte Formulierung ist fantastisch. Also, ja, die Formulierung war damals der Hammer. Sie ist immer noch großartig. Aber die Palette ist natürlich auch schon etwas älter. Ja, das muss man einfach sagen. Aber schaut euch bitte. Auch dieser semi-matte, weißliche Ton, der shiftet so ins Rosa, der hat ganz feine Glitzerpigmente. Boah, sieht so umwerfend aus. Ja, und die anderen Töne natürlich auch ein Träumchen. Also diese Palette werde ich definitiv mehr rausholen und hoffentlich gut aufbrauchen. Ja? Also ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, wie lange ich brauche, um das hier alles so gut genutzt zu haben. Vielleicht sollte ich mir ein halbes Jahr Zeit lassen. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Wenn ihr da eine Vorstellung von habt, schreibt es mir mal, weil ich weiß gar nicht, wie lange ich brauche, um ansatzweise in diesen ganzen Produkten, die ich euch jetzt zeige, auch was zu sehen. Also es könnte länger dauern, könnte ich mir vorstellen. Das ist eine alte Palette von Becker. Und Becker ist toll. Diese Palette, diese Jewels-Palette gibt es nicht mehr. Wartet mal. Tududu, das ist sie. Ocean Jewels Eye Palette, genau. Diese Palette ist wunderschön. Auch hier zeige ich euch mal eben das Innenleben. So sieht die Palette aus. Ihr seht das. Das ist wirklich meine erste High-End-Palette gewesen damals. Und ich fand sie wunderschön. Wunderschön. Ich finde sie immer noch wunderschön. Ihr merkt, damals gab es viele Paletten, die so ein bisschen neutral waren und so ein Pop of Color dabei war, wie so ein lila Ton. Das war früher irgendwie total in, fand ich. Und dieses Lila ist auch immer noch. Es ist creamy, aber nicht zu creamy. Muss man einfach sagen. Ja, die Palette ist schon recht alt. Also die ist wirklich sehr alt. Dieser Ton hier war auch sehr besonders. War so ein toller Shift. Ihr seht sogar, das hat so einen leichten Blau. Shift, ja, weißlich blau. Und dann habe ich hier noch diesen Ton. Das war ja damals auch so ein Ton, der war in vielen Paletten zu finden. Das war so ein Braunton mit so einem Grünstich. Ne? Das sieht man, finde ich, ja. Das sieht man ganz gut. Wunderschön, wunder, wunderschön. Sehr alltagstauglich, ja. Und nehmen wir mal hier noch einen matten Ton, diesen braunen. Und ihr seht auch da, das ist eine tolle Pigmentierung. Es ist immer noch cremig, unglaublich, ne? Die Palette ist so alt, aber da geht noch was, da geht noch was. Die werde ich nutzen und gut nutzen auf jeden Fall, weil auch wenn es meine erste Palette war, ich möchte sie nutzen, weil ich möchte da Wertschätzung entgegenbringen und ich habe so Bock darauf, die einfach auch irgendwann mal aufgebraucht zu wissen und zu wissen, hey, das war meine erste Palette, die für mich damals auch ziemlich teuer war. Und die habe ich sehr, sehr oft und gerne benutzt. Also ich habe sie auch gut benutzt, aber ich glaube, man sieht auch hier wenig davon, ne? Also man sieht nicht wirklich viel. Ja, schade eigentlich, ne? Ja, Paletten ist schwierig, auch so ein Hitzepan-Ding zu kriegen. Ich werde auch nicht nur einen Ton benutzen, damit dann Hitzepan drin ist, sondern ich werde alles gleichmäßig benutzen, damit alles eine Chance hat, halt auch leer zu werden.
Und wie gesagt, ich will das ja für mich nutzen, ne? Aber ich zeige euch das natürlich gerne, wenn euch das interessiert. Und ja, ich finde sowas tatsächlich spannend, aber ich finde es nur dann spannend, wenn alles gleichzeitig regelmäßig benutzt wird und nicht, wenn nur ein Ton daraus benutzt wird. Das finde ich dann schon wieder langweilig. Aber ja, das mag halt auch jeder anders handeln, ja. Aber ich möchte es gleichmäßig leer kriegen. Das nächste Produkt ist von Nabla, die Coral Palette, so eine Cutie-Palette. Die müsste es eigentlich auch noch geben. Die fand ich damals so toll, die musste ich haben. Und das ist so eine schöne kleine Palette damals auch gewesen. Und es gab ja viele davon, aber die fand Super, ich super schön gemacht. also ganz schlicht irgendwie, aber auch irgendwie hübsch und wie gesagt super klein. Und die kommt wieder mit einem Spiegel. Und das sind die Farben. Ich finde, das sind so tolle Farben. Das ist so alltagstauglich, aber trotzdem so wawawum. Und die Texturen. Ihr wisst, ich liebe Texturen. Das ist so wichtig, auch über Texturen zu sprechen. Und ich sag's euch, die sind super besonders. Ich habe die Palette eigentlich ganz gut benutzt hin und wieder. Und den Ton, den ich am meisten genutzt habe aus dieser Palette, ist tatsächlich dieser Ton hier. Oh ja, da spüre ich auch die Kuhle. Ihr habt es vielleicht auch eben gesehen. Da ist eine Kuhle drinne. Und den benutze ich so gerne. Der ist so wet. Schaut euch das an. Das ist wirklich wet. Wet, wet, wet. Also wirklich. Huh, Hallöchen. Ich liebe solche Töne. Hat man leider nicht immer in solchen, also in Paletten zu finden, finde ich. Und damals war das ja, ne? Das hier ist cremiger. Also das hier ist so ein bisschen trocken. Aber nicht zu trocken, sondern so mit diesem Glanzeffekt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und der Pinkton ist halt so ein bisschen cremiger. Auch dieser rote Ton, Halleluja, ist der schön. Schaut mal. Das ist halt wirklich so ein Rot-Rot, ne? Also ein toller roter Farbton, der mir auch richtig gut gefällt. Also wirklich traumhaft. Zeig euch mal diesen Pinkton oder Rosaton. Schaut mal, das ist so ein Lachs-Rosaton. Der gefällt mir auch richtig gut. Schönes, mattes Tönchen. Und da kann man wirklich so schöne Looks mitmachen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss mich nur disziplinieren, alle Töne zeitgleich irgendwie zu nutzen, weil ich tendiere zu diesem Ton hier, weil der ist so wet. Das liebe ich, das liebe ich. Ja, aber die Texturierung, also die Textur, ist einfach hammermäßig gut. Deshalb sollte die Palette auch gewürdigt werden und genutzt werden. Und ja, ich mag das richtig gerne. Ich bin gespannt, wie weit ich komme. Aber es ist eine meiner absoluten liebsten Nabla-Paletten. Außerdem von Nabla habe ich diese Palette. Das ist auch eine Cutie-Palette. Das ist die Platinum-Palette. Und ihr seht, dieses Design ist sehr cool. Also ich fand es damals toll. Das war so Pappverpackung, ja, aber hochwertig. Richtig cool. Also auch wieder so eine schöne Nabla-Palette. Richtig toll. Die müsste es eigentlich auch immer noch geben. So, und jetzt kommen wir zum Inhalt. Mal. Das ist eine neutrale Palette, würde man jetzt so denken, die irgendwie langweilig vielleicht aussieht für den einen oder anderen. Und solche Farben gibt es ja in anderen Paletten auch. Aber diese Cutie-Paletten haben, wie gesagt, immer besondere Texturen. Also ich liebe die. Also die beiden Paletten sind auch meine Favoriten aus dieser Reihe. Ich hatte auch andere. Ich hatte diese Nude-Palette, die fand ich furchtbar. Die hat für mich gar nicht funktioniert. Und die anderen habe ich aussortiert, weil die nicht so, ja, farblich nicht so meins waren. Und ihr seht, ich habe sogar leichte Kohlen hier drin. Richtig schön. Und ich sag euch mal, was wieder mein Lieblingston ist. Das ist natürlich dieser Silberton, weil, oh Gott, ja, ich habe da wirklich eine coole. Oh Gott, ist das schön. Schaut mal. Hammer. Das ist so ein krasses Tönchen. Das ist so ein heftiges Lila. Also, wenn ihr euch das aufs Auge gebt, ihr leuchtet bis zum Mond und so weiter. Diese Texturierung ist auch schön. Die ist aber ein bisschen trockener. Die hat wieder so was Ledriges, so würde ich die beschreiben. Also ich würde die als ledrig bezeichnen und die hier ist ein bisschen cremiger von der Konsistenz. Dann nehmen wir mal, oh Gott, das ist auch so ein ganz cremiger Ton hier. Diesen Braunton, wunderschön, wunderschön. Und natürlich nochmal so einen schönen matten Ton. Na, matte Töne vergesse ich hier und da mal. Nein, nein, nein. Ihr seht auch, die matte Formulierung ist top. Und die sind wirklich auch auf dem Auge getragen. Super pigmentiert. Man sagt ja auch immer, ne, Swatches sagen immer nicht viel aus. Kann ich auch zustimmen, weil man muss es echt auf den Augen sehen. Aber ich kann euch sagen, diese Formulierung ist der Hammer. Ihr seht es auf jeden Fall auf den Augen. Wunderschön. Wie gesagt, wirkt ein bisschen langweilig, aber die ist nicht langweilig. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich habe echt schon so leichte Kohlen drin, weil ich habe die so gerne benutzt. Und ja,
auch super zum weiteren Testen. Das ist wieder eine Too Faced Palette. Das ist diese Ananas-Variante. Und dieses Packaging ist so cool. Die dürfte es eigentlich auch nicht mehr geben, es sei denn, irgendwer verkauft die. Das ist die Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Und oh, die ist so schön. Die ist so wundervoll schön. Also ich finde die wirklich ganz toll. Ganz, ganz toll. Das ist auch so hochwertig, ne? Das ist so auch ein bisschen, liegt ein bisschen schwerer in der Hand. Und ich kann wirklich sagen, die ist toll. Die ist so super schön. Und schaut euch diese Palette an. Auch wieder etwas neutral, aber völlig unterschätzt, weil ihr habt da drinne großartige Texturen. Der Ton ist natürlich mein Liebster. Ja, warum? Der wirkt jetzt vielleicht nicht. Oh Gott, der wirkt wirklich gerade nicht pigmentiert. Hallöchen. Der sieht nicht pigmentiert aus. Ich gehe nochmal rein. Tatsächlich finde ich den, der ist ein bisschen trockener geworden. Der ist aber wirklich trocken geworden. Uiuiui. Oh. Ja, gut. Seht ihr, deshalb ist es gut, wenn man diese Produkte testet. Aber der sieht wirklich ein bisschen trocken aus. Der hier, der, genau, der war sehr cremig. Wow. Da habt ihr richtig Textur. Schade, dass es bei dem jetzt nicht so war. Der ist sehr pigmentiert. Jawohl. Ich zeige euch nochmal diesen Ton. Das ist so ein, ja, das ist wieder so ein Wet. Das ist wieder so ein Wet-Ton. Ihr merkt, ich liebe diese Wet-Töne. Die sind so, so toll. Oh, göttlich, 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 göttlich. Dann zeige ich euch nochmal einen Braunton hier draus. Und ihr seht auch da, das ist pigmentiert. Ne? Das ist immer noch pigmentiert. Um den Grün hier mache ich mir leichte Sorgen. Aber vielleicht ist das nur der erste Eindruck. Keine Ahnung. Die Palette liebe ich, habe ich immer sehr gerne benutzt. Und ihr habt hier wunderschöne neutrale Farben. Aber perfekt für den Alltag, oder? Also ich finde die schön. Und die duftet tatsächlich nach Ananas, soll sie duften. Ich finde aber, es ist eher so, ja, so ein bisschen wie, das riecht so ein bisschen wie der, wie dieser Physicians Formula Butter Bronzer. So riecht das, finde ich. Also, ich weiß nicht, so ein Mix vielleicht aus Ananas und Kokos. Aber der riecht wie der Bronzer. Den zeige ich euch übrigens auch gleich. Jetzt zeige ich euch direkt diesen Butter Bronzer und das riecht genauso wie diese Ananas-Palette. Das ist so witzig, ne, dass das genauso riecht irgendwie. Total irre. Ja, ihr seht, den habe ich tatsächlich häufig benutzt. Mag ich voll gerne. Das ist übrigens die Variante irgendwas mit Light, irgendwas Light Bronzer. Genau, das ist der Light Bronzer, weil dieser dunklere Ton davon, der ist mir persönlich zu dunkel gewesen. Und der hier, perfektes Match. Und ihr seht, ich habe schon einen Hitzepan. Und ich hoffe, ich brauche den komplett auf, aber ich bin mir sicher, das wird gut werden. Und es sieht auf der Haut auch recht gut aus. Also ich kann verstehen, dass der so gehypt ist, weil der ist wirklich toll. Und ja, ich habe den gerne benutzt. Und wenn er leer ist, ist es traurig. Vielleicht würde ich mir den auch nachbestellen. Ja, tatsächlich, weil der wirklich toll ist. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, ich will lieber aufbrauchen. Und ich habe noch genug Zeug liegen. Von daher, ne? Aber wirklich ein schöner Bronzer. Ich mag den gerne. Achso, ich kann den euch ja nochmal swatchen, wenn euch das interessiert. Ist jetzt keine Lidschattenpalette, ne? Aber hey, egal. Und ihr seht, das ist wirklich ein heller Ton, ne? Der ist super hell, wirklich angenehm. Und ja, da habe ich auch nicht so die Befürchtung, dass es dann zu bronzy wird oder so. Das ist schon in Ordnung. Also der Ton ist super. Wie gesagt, den mache ich auf jeden Fall leer. Der nächste Bronzer, den ich leer machen will, ist einer von Nabla. Kennt ihr diese Bronzer noch? Ja, diesen möchte ich leer machen. Das ist der Skin Bronzer oder Skin Bronzing Soft Revanche. Ja, genau. Und der war damals auch recht beliebt, das weiß ich noch. Deshalb habe ich mir den damals auch bestellt, weil ich gedacht habe, ja, probiere ich doch glatt mal. Und ich finde den auch toll. Der ist allerdings stärker pigmentiert jetzt als der Butter Bronzer. Deutlich, finde ich. Hat eine sehr schöne Textur. Der ist so ein bisschen schimmrig. Ihr seht das, glaube ich, auch, oder? Und schaut mal, ich habe den so gut benutzt. Freut mich sehr, weil ich mag den auch gerne. Ich muss halt nur immer aufpassen, dass ich nicht zu viel benutze, weil sonst sieht das bei mir so heftig aus. Aber es ist noch nicht so dieses Hitzepan-Ding erreicht. Aber ihr seht, das ist auch ein bisschen dunkler. Ich habe jetzt nicht so viel genommen, aber es ist halt nicht zu dunkel, aber auch nicht zu hell, ne? Der ist aber, wie gesagt, auf jeden Fall ein bisschen dunkler als der Butter Bronzer. Ich mag die Texturierung, ich mag dieses leichte Glowige da drin und ja, richtig schönes Teil. Würde ich mir den nachkaufen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil ich finde den schon toll.
Aber der Butter Bronzer gefällt mir zum Beispiel noch einen Tick besser. Also von daher mal gucken. Ne? Ich habe ja auch genug Bronzer noch. Aber wie gesagt, den werde ich mit aufbrauchen. Außerdem zeige ich euch jetzt noch einen Bronzer, wenn ich schon bei Bronzer bin. Zeige ich euch doch direkt noch eins. Und zwar, ja, den kennt ihr. Den hatte ich tatsächlich noch. Den hatte ich euch in meinem Bronzer Make-up Collection Video gar nicht gezeigt, weil den hatte ich nicht hier bei mir, sondern den hatte ich bei meiner Mama. Und jetzt habe ich mir überlegt, den zeige ich euch, weil den benutze ich auch ultra gerne. Und das war nämlich noch einer, der war relativ voll. Ja, also ihr seht auch, da habe ich noch kein Hitzepan. Nein, nein, nein. Der ist noch recht voll, der ist schön aschig. Und ich fand den toll damals. Ich fand den Hype darum ja berechtigt. Ja, der Ton ist fantastisch. Ich zeige euch den mal. Und ihr seht, neben dem Revanche von Nabla ist der auf jeden Fall viel, viel heller. Gefällt mir persönlich auch besser. Den würde ich mir nachkaufen, aber ich glaube, den kriegt man nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht noch ein paar Restbestände oder so. Aber den fand ich auch richtig gut. Ja, und ich denke, den werde ich definitiv auch brauchen, weil der eben so unkompliziert ist und der ist einfach toll. Das nächste Produkt, was ich euch zeige, nicht erschrecken, es sieht echt heftig aus. Es ist ein Produkt von Wet n Wild. Gott, schaut euch das an. Das ist so ein Asbach-uraltes Produkt. Das ist das Goodbye Photo Flashback Powder. Und das habe ich mir mal gekauft. Ich glaube, damals noch bei einem Edeka. Und schaut mal, ich habe das so gut aufgebraucht. Ich werde mal gucken, ob ich die Reste da so ein bisschen rauskriege, indem ich mit, was weiß ich, mit einer Pinzette oder sowas diesen Kreis drumherum gehe und das Produkt noch nutze. Aber ich fand die Qualität fantastisch. Ich war begeistert davon, wirklich. Ich fand das richtig, richtig gut. Ich fand es allerdings nicht so extrem deckend, sondern zart. Aber wenn man nicht viel Puder haben möchte, also auf der Haut sichtbar haben möchte, fantastisch. Richtig gut. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Diese Variante hier, gibt es das noch? Dieses Goodbye Photo Flashback Powder, gibt es das noch? Das würde ich mir nachkaufen, wirklich. Das fand ich so gnadenlos gut. Aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, komm. Jetzt mache ich den Rand auf jeden Fall demnächst mal in irgendein Gefäß oder hier drauf und dann benutze ich das Solo. Dann ist das so, aber der ist dann wahrscheinlich mit als erstes hier aufgebraucht, denke ich. Auch das nächste Produkt sieht sehr mitgenommen aus, weil ich es auch wirklich oft genug benutzt habe. Und zwar rede ich von einer Lidschattenpalette. Es ist mehr so ein Lidschatten Quattro. Ja, ihr wisst, ich habe ja auch Quattros. Das habe ich euch bisher auch noch nicht gezeigt, so großherrlich. Vielleicht auf Instagram hin und wieder. Das ist es. Das ist von Judith Williams die erste Palette gewesen, also das erste Quattro. Das musste ich haben, weil da stand drauf, dass das auch pflegend sein soll. Und schaut mal her. Ist das nicht genial? Ich finde es genial, weil ich habe so viel genutzt davon. Auch hier muss ich gucken, dass ich noch den Rest, also die Reste daraus irgendwie benutze. Ne? Ich habe es gut benutzt, ich habe es gerne benutzt, also für den Alltag, wenn es schnell gehen soll, wenn man nicht so heftig geschminkt aussehen möchte. Also wenn man so ein zartes Ergebnis haben will, ist das genial. Also ich habe es sehr geliebt, ich fand es toll. Ich hoffe ja, dass Judith Williams, Appell an Judith Williams, nochmal so eine Quattro-Palette rausbringt oder was anderes. Aber bisher gab es da leider keine Informationen zu. Ja, tolles Produkt, habe ich wirklich sehr geliebt und ihr seht ja, wie sehr ich es geliebt habe. Und ja, mag ich. Ich mag Quattros tatsächlich auch sehr gerne, weil gerade für den Alltag, ne, wenn man sich schnell fertig machen will, ist das klasse. Man muss nicht viel überlegen, welche Farben benutzt man, weil man ja direkt vier Farben hat. Ja, also ich bin ganz stolz drauf, dass ich das so leer gekriegt habe bisher. Außerdem habe ich noch etwas, was ich euch zeigen kann. Das ist ein Blush-Duo. Ja, ich möchte auch gerne Blush aufbrauchen. Und dieses Duo benutze ich momentan so gerne. Das ist von Joué. Das hatte ich mal geschenkt bekommen. Liebe Grüße an dich, wenn du das sehen solltest. Ich finde es auch so ultra hübsch. Es ist wirklich ultra hübsch. Das ist zwar sehr schlicht, aber sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Seht ihr das? Nee. Könnt ihr nicht sehen? Nee. Das ist das Adore Blush Duo. Auf jeden Fall, ja, so sieht das aus. Wunderschön, wunderschön. Also es sind matte Blushes, die wirklich, ihr seht, das ist neutral pur. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel so ein, keine Ahnung, ein No-Make-up-Make-up-Look trage oder irgendwas Peachiges oder so, ist es perfekt, weil es ist so schlicht. Ja, und wenn man wirklich, ja, so einen Blush haben will, den man nicht so extrem knallig sieht, dann ist das mega gut. Und ihr seht, hoho, ich habe ein Hitzepan und ich liebe sie. Ich liebe die beiden Blushes sehr, wobei ich diesen
sehr hellen hier tatsächlich häufiger benutzt habe. Und ich swatche euch das natürlich auch mal eben kurz. Also ihr seht, nee, der hatte einen Schimmer. Ah, seht ihr? Der hatte, oder hat der einen Schimmer? Nee, das ist so ein Satin, weil genau, der war nicht schimmrig, aber der hatte so was Satiniertes. Der hier ist ein bisschen pudriger. Also so unterschiedlich, seht ihr das? Der hier ist pudriger und dieser hellere, der hat so ein Satin-Finish. Also das ist kein Schimmer, aber es ist auf jeden Fall so ein Satin. Also mag ich total gerne. Ich würde es mir tatsächlich nachkaufen. Ich finde es so großartig. Ja, das ist echt ein Produkt, würde ich aufbrauchen. Also brauche ich auf und ich würde es nachkaufen. Ja, ich bin Fan, ich finde es richtig gut. Hätte ich ja nie gedacht, ja, aber so ist das. Ja, manchmal verliebt man sich einfach in die Produkte. Dann habe ich hier noch ein Produkt und zwar rede ich von einem Highlighter Quattro. Und zwar kennt ihr das Produkt. Habe ich euch, glaube ich, in meinem Highlighter-Sammlungsvideo auch nicht gezeigt, weil ich das auch bei meiner Mama hatte. Und diese Palette habe ich festgestellt, Mensch, ich brauche die ganz schön krass auf, weil ich die mag. Ich liebe sie. Ich würde mir die auch nachkaufen. Ja, ich würde mir sie nachkaufen, weil die so, so toll ist. Also diese Farben sind so klasse, sehr neutral, aber glowy. Also ich gehe jetzt überall irgendwie mal rein, so tendenziell. Gut, sieht jetzt nicht so glowy aus, sieht irgendwie sehr pudrig aus. Es ist auch pudrig, aber tatsächlich glowiger. Gut, ich kriege es also nicht gut raus, schade. Aber ich habe auf jeden Fall immer ein tolles glowy Finish und ich finde das so toll. Und ihr seht, wie super ich das benutzt habe, ne? Es ist so heftig, wie krass ich das schon benutzt habe und ich freue mich so, so sehr darauf, das richtig aufzubrauchen. Und wie gesagt, dieses Quattro würde ich mir definitiv auch nachkaufen. Ich finde es so schön, ich liebe das. Ich habe das damals einer Freundin geschenkt, die hat das auch sehr geliebt. Also besonders, wenn ihr super hell seid, ist das der Hammer. Wirklich ganz, ganz toll. Wie gesagt, leider wirkt mein Swatch. Wartet mal, ich versuche das mal hier. Ja, vielleicht da, guck mal. Da sieht man es doch ein bisschen besser, ne? Wenn man das so ein bisschen verteilt, sieht man das? Seht ihr das? Ist ein bisschen schimmrig, ne? Also so zarter Schimmer halt, ne? Aber so schön. Und wenn man dann noch mit den anderen Face-Produkten arbeitet, schön. Ja, wie gesagt, sieht man jetzt nicht so heftig, aber es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Schimmer. Und diese Palette würde ich mir definitiv, ja doch, ich würde sie mir nachkaufen, weil ich habe sie so geliebt, ich habe sie so oft benutzt, ich habe sie so gerne benutzt. Und ja, warum habe ich bei dem einen einen krasseren Hitzepan und bei dem einen weniger oder gar keinen richtig? Liegt einfach daran. Ich benutze solche Produkte immer komplett durch. Das heißt, ich nehme Pinsel, zwirbel einmal so durch und nehme es dann auf. Ne? Also ich benutze nie nur einen Ton. Also es sieht jetzt hier zwar so aus, aber nee, nee, das mache ich nicht. Also m-m. Ich benutze immer alles schön zusammen, aber irgendwie scheinbar habe ich dann doch in diesem Fännchen mehr, ja, mehr Kraft drin gehabt oder die Textur war entsprechend, dass ich das so, ja, so etwas leerer, so etwas, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ihr wisst, was ich meine, dass ich das so leer gekriegt habe. Ja, also ich freue mich total und ich liebe diese Palette. Außerdem zeige ich euch jetzt noch einen Blush, den hatte ich auch bei meiner Mama, den habt ihr noch nicht gesehen. Und zwar, das ist dieser Butter Blush von Physicians Formula. Ich liebe diesen Blush, der ist wirklich toll. Das ist so ein super softer Blush. Ich habe von einigen gehört, hier ist übrigens noch diese Quaste drin, dass der so, ja, dass der so Highlighterartig ist. Ich finde, das ist schon ein Blush, aber ein ziemlich, ja, ein ziemlich heller Blush. Schaut mal, der ist wirklich, also der hat was Highlightendes. Ich gebe den jetzt mal hier drauf. Also, ich habe hier übrigens einen Mückenstich. Also, der hat schon was Highlightendes, aber tatsächlich mit einer anderen Beleuchtung würde man jetzt auch diesen Blush erkennen. Also, das ist wirklich auch ein Blush. Finde ich persönlich. Also auch wieder super für helle Häutchen. Wenn ihr da auf der Suche nach einem super hellen Blush seid, finde ich den wirklich toll. Wie gesagt, der hat so einen leichten Schimmer. Deshalb wirkt er auch eher wie so ein Highlighter, aber es ist wirklich ein Blush. Und wenn man nicht viel Blush sichtbar haben möchte im Gesicht, ist der tatsächlich ganz gut. Und ich weiß gar nicht, der heißt einfach Butter Blush. Ich weiß gar nicht, ob es da mehrere Sorten gibt. Natural Glow. Ja. Aber es ist so ein, ja, so ein schimmriger Blush, würde ich sagen. Aber wie gesagt, schon ziemlich alt. Benutze ihn super gerne und den werde ich auf jeden Fall gut aufbrauchen. Dann habe ich hier noch einen Highlighter. Schaut mal, das ist von Nabla. Das ist der Skin Glazing
Ozone, der sehr berüchtigte Ozone-Highlighter. Den haben ja viele damals auch gekauft, weil er eben so sehr beliebt war. Ich benutze den auch ultra gerne, weil der hat so, ja, so einen Champagnerton, den man eigentlich immer nutzen kann. Und ich finde den auch ganz toll, wirklich. Der ist sehr, sehr schön. Ich finde den, der ist immer noch total, ja, so cremig und schaut, der Glow ist wirklich da. Also wenn ihr den auftragt, ihr leuchtet auf jeden Fall sehr gut. Der ist wirklich sehr sichtbar. Also ein wunderschöner Ton. Ich finde den ganz toll und ich habe den auch echt gut benutzt. Und deshalb habe ich mir überlegt, den nehme ich jetzt auch in die Challenge, weil ich benutze ihn sowieso sehr gerne. Und ja, werde ich auf jeden Fall mit aufbrauchen. Ihr werdet jetzt bemerken, ich nutze viele Highlighter, die ich aufbrauchen möchte, weil einfach viele alte Highlighter bei mir in der Sammlung sind. Das nächste Produkt ist der Elsie Highlighter. Kennt ihr den noch? Der Elsie Highlighter in Annie Luna hieß er. Genau, The Eclipse Highlighter, das war damals irgendwie damals, ne? Also ziemlich lange, lange ist das her. Aber das war auch so ein High-End-Produkt, würde ich sagen. Habe ich bei Beauty Bay, glaube ich, damals auch gekauft. Boah, den fand ich so hübsch. Ich hatte den bei irgendeiner YouTuberin gesehen, die kein Make-up mehr macht. Leider, die fand ich nämlich sehr gut, die Dame. Aber sie hat irgendwann aufgehört. Ja, das ist ein Highlighter, den habe ich wirklich sehr, sehr, sehr geliebt. Liebe ich immer noch sehr. Ihr seht, ich habe den auch ganz gut genutzt, würde ich sagen. Also, ja, ne? Ja, ich gehe mal da rein. Zack. Ja, ihr seht, der ist ein bisschen dunkler als zum Beispiel der eben von Nabla, aber sehr gut pigmentiert. Sehr, sehr gut pigmentiert. Also kann man nicht meckern. Das ist toll. Richtig toll. Wenn ihr übrigens mehr Highlighter sehen wollt, die in meiner Sammlung sind, dann schaut euch doch gerne mein Highlighter-Sammlungsvideo an. Denn da zeige ich euch alles noch viel konkreter als hier in diesem Video. Der nächste Highlighter, den ich euch zeigen möchte, das ist ein Kiko-Highlighter aus so einer LE. Kiko hat ja wirklich super schöne Highlighter, ne? Ich finde, die machen tolle, tolle Highlighter. Das ist der Ocean Feel Highlighter und den musste ich mir damals holen. Ich fand den so toll. Aufgemacht, wartet, schaut mal. Ist der nicht schön? Ich finde ihn fantastisch. Und auch hier, seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe ihn benutzt. Es sieht man kaum, ne? Es sieht, also, nee, sieht man leider kaum. Aber das ist so ein gebackener Highlighter. Der ist so schön. Der ist so schön. Ist der nicht ein Träumchen? Ist der nicht ein Träumchen? Also wirklich toll. Der leuchtet auch richtig, richtig schön. Das ist auch so ein Champagnerton. Der ist ganz toll und Kiko hat tolle Highlighter. Also wenn ihr euch da mal einen holt, seid ihr bestimmt nicht enttäuscht, weil das können die sehr gut. Die haben ja auch schon wieder so eine neue LE und oh. Aber was soll ich euch sagen? Nein, nein. Ich brauche erstmal auf, soweit ich kann. Ja, also wie gesagt, ich werde mir hier und da sicherlich auch Highlighter kaufen. Aber wie gesagt, Fokus ist definitiv auch das Aufbrauchen von Produkten. Ja, wunderschönes Teil. Also benutze ich auf jeden Fall weiter gerne und werde ich versuchen aufzubrauchen. Dann habe ich noch einen Highlighter von Becca. Ja, Becca hat ja damals diesen tollen Highlighter, den Berlin Girl Glow Highlighter rausgebracht von Hatice Schmidt. Ja. Und dieser Highlighter hat wirklich so einen Sammlungscharakter, könnte man sagen. Und viele würden sagen, Heike, bist du irre? Wieso willst du diesen tollen Highlighter dann aufbrauchen? Naja, was soll ich sagen? Der ist ja auch nicht mehr so jung. Ne? Und ihr wisst, was passiert, wenn man Highlighter, also wenn man Highlighter nicht gut benutzt, dann sind die irgendwann vielleicht hinne. Oder die Qualität ist einfach nicht mehr gut. Der sieht jetzt auch irgendwie komisch aus. Ich hoffe, das ist jetzt nichts, was schon irgendwas Komisches ist. Ich glaube aber nicht. Ich gucke mal eben, wartet mal. Nee, ich glaube, das ist wirklich reine Abnutzung von dem Produkt. Aber es ist wirklich toll, ne? Also man sieht so ein bisschen noch, hier war dieses Brandenburger Tor drin und das sieht man auch nicht mehr. Also ihr seht, ich habe da sowas von genutzt, habe ich den. Und das meine ich. Ich möchte Spaß und Freude dran haben, die Produkte zu benutzen, die ich habe, ob da nun ein Emblem drin ist oder nicht. Also da kenne ich ja nichts, ne? Also zack. Wunderschön. Und der ist ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen, der hat so einen bläulichen Stich. Also erinnert ihr euch daran? Der hatte doch so was leicht, wartet mal. Der hatte so leicht was Bläuliches. Ja, sieht man im Ansatz, ne? Hoffe ich.
Also ich würde sagen, man sieht es im Ansatz. Der hat so was Bläuliches, ne? Also das war auch gut für hellere Häutchen, wobei ich finde, mittlerweile, ja, helle Häutchen können den tragen, aber nur die hellen Häutchen, die wirklich auch noch Bronzer auftragen und Blush. Weil sonst ist der für sehr helle Häutchen eigentlich auch nicht so geeignet, finde ich. Aber gut, damals war es ein Hit. Ich finde, der ist immer noch fantastisch. Und den werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Also tolles Produkt, wirklich. Also damals sowieso und heute finde ich den immer noch toll. Dann habe ich noch was aufzubrauchen und zwar das hier. Schaut mal, heftig, oder? Da habe ich das Produkt sehr gut benutzt. Ich liebe Face-Paletten, ich finde die gut. Ich habe allerdings nur noch diese hier, meines Erachtens. Also mit Highlighter, Blush und Bronzer. Der Highlighter ist tatsächlich aufgebraucht. Den habe ich richtig gut aufgebraucht. Aber der war auch so fest teilweise. Also ich musste wirklich schon sehr reiben. Das ist übrigens, ich weiß gar nicht, wartet mal, das ist Rival Loves Me, Rival de Loop oder irgendwas in der Richtung. So sieht das von hinten aus. Das vorne ist leider abgegangen. Also ihr seht Contouring Powder, Highlighter und Blush. Und ihr seht, wie heftig gut ich das aufgebraucht habe. Also das werde ich auf jeden Fall noch weiter aufbrauchen. Ich fand die Qualität hier raus übrigens sehr gut. Ich glaube, ihr bekommt die Palette auch immer noch bei Rossmann. Bin ich mir ziemlich sicher, weil sowas schmeißen die nicht raus, glaube ich nicht. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich fand es toll. Also im Alltag finde ich solche Face-Paletten toll. Wie gesagt, wenn es schnell gehen muss. Ne? Wenn ich viel Zeit habe, ist mir das egal, wie viele Produkte ich öffne. Aber wenn ich nicht viel Zeit habe, ist sowas hier Gold wert. Dann möchte ich gerne diese Palette aufbrauchen. Ja, jetzt kommen wir noch zu ein paar Paletten, die ich euch zeige. Also vergesst mal nicht, das erwähne ich hier auch wieder gerne. Ich weiß, ich nerve damit, ne? Aber ich nerve gerne, weil der Sinn und Zweck ist ja, dass euch das Video gefällt und ich etwas davon abbekomme, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt und genau dieses Video liked. Also falls ihr es noch nicht getan habt, macht es gerne, weil ich habe da Spaß und Freude dran. Und ich finde, alleine deshalb hätte ich ganz gerne so einen Daumen nach oben. Aber wie gesagt, kommen wir zum Produkt. Kennt ihr die Palette bestimmt, oder? Ihr seht, die sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Da habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, was da drauf gekommen ist. Ich muss die putzen. Bäh. Ja, also ich behalte das Ding auch nur, damit ich weiß, welche Palette das ist und so weiter, wenn ich sie doch mal zeige. Das ist die Catrice und Jenny Palette gewesen. Oh, und die ist so schön. Und ihr seht, da ist mir ein Ton rausgebrochen. Das ist dieser hier gewesen. Leider, weil die Palette ist mir runtergekracht. Und ja, ihr seht, mir können auch Paletten runterfallen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, nee. Also ich fand die toll. Die würde ich auch nicht aussortieren, weil ich die so großartig finde. Das ist eine schöne, neutrale Palette. Und die Textur, boah, dieser cremige Ton, auch ohne Schutz. Wow. Halleluja, ist der schön. Nee, ehrlich, ich finde den wirklich schön. Der ist toll. Das war auch das Highlight dieser Palette. Ich finde den so großartig. Auch diesen Braunton hier draus ist auch immer noch toll pigmentiert. Und auch die matte Formulierung, oh, das ist so fantastisch. Ihr seht, Pigmentierung und nochmal Pigmentierung. Ja, tolle Palette. Da hat Catrice wirklich eine der besten Paletten rausgebracht, finde ich. Und ja, und Jenny. Ihr kennt Jenny hoffentlich alle. Die ist einfach so großartig. Und ja, die hat eine tolle Palette mit Catrice rausgebracht. Und ich hoffe, dass solche Paletten nochmal rauskommen, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich toll. Das nächste Produkt, was ich voll gerne leer machen möchte, ist ein Produkt, das ich, naja, wie soll ich euch sagen, ich mag es. Aber ich weiß, viele kennen die Marke nicht, benutzen es nicht und interessiert es auch nicht. Ich finde die aber super für den Alltag. Und zwar rede ich von dieser Unique-Palette. Wer kennt Unique? Unique ist ja dieses, ich glaube, MLM oder so, ne? Dieses Multilevel-Marketing-Gedöns. Tolle Marke. Also, weil die Qualität ist toll. Würde ich bei diesen Programmen mitmachen? Nein, danke. Würde ich nicht. Aber ich finde die Palette super. Die habe ich mir mal selber zusammengestellt. Und wartet, zack. Das sind die Farben. Ihr habt dann so eine Sticker, die gab es damals und dann konnte man sich die halt hier hin platzieren. Das fand ich gar nicht so schlecht, weil dann hat man immer auch den Ton sichtbar. Ist halt mal was ganz anderes und ihr seht, das ist eine neutrale Palette, ne? Das sind absolut neutrale Farben. Aber hey, ich finde es super. Ich finde es sehr, sehr hübsch. Aber ihr wisst, ich teste ja immer gerne meine Paletten hin und wieder und dieser Ton hier ist so trocken geworden. Der ist so hartpan geworden. Man sieht ihn noch.
Aber es ist halt nicht mehr so eine krasse, heftige Pigmentierung da. Da muss man echt gucken. Dieser hier ist wiederum noch super schön cremig. Wirklich. Sorry für den Lärm hier draußen bei mir. Auf jeden Fall wunderschön. Also die Formulierung ist toll, ne? Weil die Farben sind, ihr seht, ne? Der matte Ton ist so heftig, heftig pigmentiert. Auch der hellere bräunliche Ton, die sind toll pigmentiert. Und ja, wie gesagt, außer dieser grüne Ton, also da muss ich ewig hier reingehen, damit man überhaupt irgendwie mehr sieht. Das ist halt leider so. Da muss ich mal gucken, wie ich mit dem dann arbeite. Ja, aber wie gesagt, schöne Palette ist es. Würde ich sie mir nochmal kaufen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde für den Alltag sehr gut. Bei den matten Farben muss man ein bisschen aufpassen, weil die sind sehr pigmentiert. Also da muss man wirklich ein bisschen gucken. Wenn man sowas nicht kennt oder so, da muss man echt aufpassen, dass man nicht vielleicht zu viel benutzt, ne? Das nächste Produkt, was ich auf jeden Fall mit aufbrauchen möchte, ist diese wunderschöne Bäckerpalette. Das ist auch die Ocean Jewels Palette. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, was ich da noch hatte von der Marke, diese Palette, die Eyeshadow Palette. Und dazu ist das die Highlighter Palette. Und auch da zeige ich euch mal den jeweiligen Inhalt. Hier ist wieder so ein Teilchen drin. Und ihr seht, diese Farben, ist das nicht ein Träumchen? Ich finde die ja sowas von schön. Also wirklich, das war damals wirklich ein Highlight, weil es gab nicht so viele Paletten, die so eine farbigen Töne drin hatten, ne? Also, und die Qualität ist so schön. Es ist nicht super cremig, wow, aber ihr seht, Hallöchen, das ist Qualität. Ich sag's euch, das ist on point. Ja, on. On point. Qualität pur, wirklich. Also die Marke hat es damals echt berechtigterweise mit dem Hype geschafft. Schade, dass es nicht geschafft hat zu existieren, aber Hammer. Die Marke hatte immer eine heftig gute Qualität und ich bin so froh, dass ich die Palette noch habe und die benutze ich auch super gerne noch. Gerade diesen bläulich-lilanen Ton, den benutze ich echt mehr, als ich gedacht hätte. Und damals hatte ich ja noch nicht so viele Farben, deshalb habe ich den auch wirklich sehr oft benutzt. Aber mal schauen, ich werde die auf jeden Fall gut in die Nutzung bringen. Die nächste Palette ist diese hier von Steve Laurent. Die ist noch nicht alt, aber ich finde, die werde ich mit aufbrauchen, weil ich finde, es gibt schönere Paletten. Die hatte ich mal geschenkt bekommen und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil die Qualität ist toll. Gerade für so sehr alltagstaugliche Looks, weil ihr seht, tudum, das ist eine so neutrale Palette. Und ja, die ist sehr pudrig. Ich kann damit tolle Looks machen, aber es ist sehr alltagstauglich. Sehr alltagstauglich, wirklich. Aber schön, ich kann damit arbeiten, es funktioniert super. Ne? Also gerade für Alltagslooks perfekt. Nochmal kaufen würde ich sie nicht. Aber ihr seht, ich habe die echt gut benutzt. Die hatte ich auch bei meiner Mama. Und die habe ich für Alltagslooks echt super gut benutzt. Also muss ich schon sagen. Und das werde ich wahrscheinlich auch weiterhin tun, weil die Qualität ist gut. Ne? Ja. Dann habe ich noch eine Palette von TamTam Beauty. Ja, ihr kennt TamTam Beauty, hoffe ich, alle irgendwie. Das war diese Palette. Oh Gott, man sieht gar nichts. Wartet, das ist die TamTam Beauty To Go Contouring Powder Eyeshadow Highlighter Blush Palette. Ja, so heißt die. Ich zeige euch mal den Inhalt. Das ist auch wieder eine sehr neutrale Palette. Ich glaube, die haben sich auch vielleicht damals doch einige gekauft, aber es war nicht übermäßig vom Hype her. Ich fand die aber toll. Es kommt auch mit dem Spiegel. Das sind die Farben. Und ihr seht, ich habe die Farben auch relativ gut genutzt. Also man sieht es am Highlighter ein bisschen. Der Blush ist extrem pigmentiert. Halleluja, ich weiß gar nicht, was da hier drin ist, aber okay. Sehr pigmentiert. Und dieser Konturton ist wirklich toll. Ich konturiere tatsächlich wenig, aber dann werde ich es demnächst mal tun oder als Lidschatten benutzen wahrscheinlich. Ja. Ja, wie gesagt, also die Formulierung der Lidschatten mag ich sehr gerne. Die sind super pigmentiert. Ich gehe für euch einfach mal rein, weil ich glaube, viele von euch kennen die vielleicht gar nicht so gut, jedenfalls nicht. Zack, ihr seht, das ist pigmentiert, ne? Und die Palette ist halt auch schon echt ein bisschen halt älter, ne? Aber die Pigmentierung ist da. Also warum sollte ich die nicht nutzen? Und das ist die älteste Palette von TamTam, die ich habe. Deshalb will ich die leer machen. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die noch hält, weil die ist halt auch schon ein bisschen älter. Aber top, top, top. So, da sind wir zu dem gekommen, wo wir jetzt sind. Wir haben alles angeschaut und ich habe euch gezeigt, wie die Produkte aussehen, warum mir das alles wichtig ist. Und ganz wichtig, ich hoffe, ich konnte euch einfach mit auf den Weg geben,
Schaut rein in eure Sammlung. Habt Spaß damit, nutzt es, probiert aus, was auszuprobieren geht. Ich finde, gerade im Alltag kann man das ganz gut integrieren und man kann auch zwischendurch mal ganz neue Produkte benutzen, werde ich auch machen. Also keine Sorge, ich werde nicht nur die älteren Produkte nutzen, sondern eben auch ältere Schätzchen. Das ist ja auch wichtig, ne? Es soll ja auch nicht langweilig werden oder sowas, ne? Wenn euch hier zum Beispiel Farben gefehlt haben, ne? Ja, und mir fehlen bestimmt die ein oder anderen Farben oder Konsistenzen, oh mein Gott, was für ein Wort, dann werde ich sicherlich auch schauen, was habe ich in meiner Sammlung, was nutze ich noch mit dazu und dann wird das aufgetragen auf jeden Fall, ne? Also ich habe da wirklich Spaß dran und ich finde es halt wichtig, sich so einen Überblick zu verschaffen, was mag man besonders gerne und ich denke, ich habe das damit gemacht. Ja, ich hoffe, ihr habt bis hierhin sehr gerne geschaut. Wenn ja, wie gesagt, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr natürlich diesen Kanal hier abonniert, ich freue mich wirklich, 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 wenn ich sehe, dass hin und wieder dann doch immer ein paar Leute dazukommen und mit so viel Wertschätzung. Das finde ich großartig. Klar, es gibt auch immer wieder Leute, die, ja, die meinen, irgendwas Negatives zu sagen oder wie auch immer. Es gibt es immer. Aber hey, der Spaß hört ja nicht auf, deshalb, ne? Weil ich habe ja trotzdem Spaß, unabhängig davon. Von daher hoffe ich, dass ihr das auch hattet bis hierhin und hoffentlich auch weiterhin. Bleibt auf jeden Fall gesund und fit, das ist das Wichtigste. Und ja, passt einfach gut auf euch auf. Ja. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Vielleicht kommt ja auch mal wieder ein Zusatzvideo. Wer weiß, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt, zum Zeitpunkt X. Aber wenn es soweit ist, dann halte ich auf jeden Fall euch auf den Laufenden. Wie gesagt, ich wünsche euch was, habt euch wohl und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens Sonntag in einer Woche wieder. Bleibt gesund, bis dann, tschüss.